Eine ganze Wohnung, in der man es sich als Hund unter Artgenossen so richtig bequem machen darf und von Frauchen Inge Bassi liebevoll versorgt wird. Und das rund um die Uhr. Komm, schau! Komm, schau! Doch die Tiere verbindet ein trauriges Schicksal. Alles Medikamente für meine armen Hunde. Wer in dem ehemaligen Gnadenhof ein Zuhause gefunden hat, ist auf der letzten Station seines Hundelebens angekommen. In der nur aus Spenden finanzierten Tieroase am Regenbogen erhalten todkranke Hunde Pflege und Medikamente, die ihnen helfen, ihre letzten Tage einigermaßen beschwerde- und schmerzfrei leben zu können. Es sind sehr teure Medikamente vor allen Dingen. Diese Epilepsiemittel, da kosten 60 Tabletten über 60 Euro und die reichen gerade einen Monat. Dann seine Bauchspeicheldrüsenmittel, da brauche ich für 80 Euro im Monat. Unter den Tieren sind viele Labor- und Meutehunde, die nach ihren Jagdeinsätzen einfach weggegeben wurden. Einige haben nur noch wenige Tage zu leben. Inge Bassi pflegt sie alle ehrenamtlich. Für sie bedeutet die Vollbelegung ihrer besonderen Herberge täglich jede Menge Hausarbeit. Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten zu können, sieht sich die Hundemama auch mit knallharten Rechenexempeln konfrontiert. Würde sie zum Beispiel die unzähligen Hundehaufen in dem 6000 Quadratmeter großen Gartenareal einfach liegen lassen, hätte Inge Bassi bald ein handfestes Problem. Das sind 10 Kilo etwa am Tag, weil der Eimer ist nachher voll. Mal 365, dann müsste ich ausziehen, denke ich. Nach solchen Streifzügen müssen täglich Zecken entfernt werden. Sie haben überall. Ach, auch eins. Oh, Bienchen. Die Pflegebedürfnisse der Tiere sind sehr unterschiedlich. Manche brauchen eine besonders intensive Behandlung. Wenn die vierbeinigen Bewohner des Hospizes es sich in den letzten Herbstsonnenstrahlen gemütlich machen, verliert der bevorstehende Tod für einen Moment seinen Schrecken. Doch die entstandene Bindung zu den Tieren macht es Inge Bassi umso schwerer, Abschied nehmen zu können. Oft muss ich ja Hunde pflegen, die Wochen nichts mehr fressen, wo ich jeden Tag zwei, dreimal was kochen muss. Da wird man so eng mit dem Tier, dass man es fast nicht verkraftet. Wenn es dann zum Ende geht, kommt der Tierarzt zu mir. Und dann dürfen sie in meinem Arm auch gehen. Und zwar grundsätzlich hier bei mir. Mitten in der Meute. Die, die ruhig sind und friedlich sind, die dürfen auch dabei bleiben. Ja, toll. Mama legt sich jetzt auch dazu. So, fein. Guck mal. Inge Bassi macht den Hunden ihre letzten Tage mit viel Liebe etwas erträglicher. Im Hundehimmel kann es kaum schöner sein.